Ich habe davon gehört, dass es hier in diesem kleinen Ort Hellingen in Südthüringen eine absolute Attraktion geben soll. Und zwar ist hier jemand, der, sagen wir mal, Osterdekoration absolut, also professionell betreibt. Und das wollte ich mir mit eigenen Augen anschauen. Und deswegen bin ich hierher nach Hellingen gefahren. Hier wohnt nämlich Ernst Langert. Und den besuche ich jetzt und schaue mir diese Osterscheune hier mal ganz genau an und zeige Ihnen, wie man Osterdeko auf die Spitze treibt. Guten Tag! Willkommen hier in Hellingen an der Osterscheune beim Ernst Langert hier, original. Der Ernst Langert, ist das nicht unglaublich? Wir müssen die Tür mal richtig aufmachen, weil damit die Leute mal sehen, was ich schon sehen kann. Das ist ja unglaublich. So machen wir das jetzt. Guckt euch das an! Ja, also die Leute staunen. Mit Eierzählen kommen sie gar nicht nach, denn ich sage es ihnen gleich, wie viel es sind. Es sind über 30.000 bunte Ostereier und über 500 Osterhasen. Die zappeln und wackeln und machen verschiedene Dinge, machen aber Show-Einlagen. Und ja, und mir kommt es vor allem auf diese Bewegung an. Das muss ich alles hier bewegen, das ist meine Welt. Ja, so ein ausrangierter Elektriker, wie ich es bin, der hat noch sehr viel Reststrom. Und das ist dann immer täglich, 13 bis 18 Uhr, bis zum 8. April. Das sind quasi 3 Wochen. Und da freue ich mich über viele Besucher, die daherkommen und die Sachen begutachten und staunen, was das Zeug hält. So, das können wir Ihnen versprechen. Also wenn Sie eins hier tun werden, dann ist es staunen. Also das können Sie auch nicht verkraften, das sage ich Ihnen. Das ist unglaublich. Kommen Sie unbedingt her. Kommen Sie unbedingt her. Ja, ich würde mich freuen. Und wenn auch die Omas mitkommen und die Enkel Kofferraum voll machen. Nur die Omas, die Kofferraum voll mit Enkeln? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Naja.